Wir befinden uns heute auf der Gamescom 2022 und sprechen mit Ferrobytes, die Zombie Cure Lab rausbringen. Ja, ich bin der Thorsten, Thorsten Feldmann, habe Ferrobytes vor 7 Jahren gegründet, bin dort der Geschäftsführer und genau, Ferrobytes ist ein Studio, was sich der Spieleentwicklung widmet. Mit einem besonderen Twist auch noch, kann ich auch noch später was erzählen. Also uns treibt auch immer das Thema, wie kriegen wir Spiele ein bisschen mit dem Thema Gesundheit verbunden. Und wir sind zurzeit 12 Entwickler, das sind also ein Indie-Studio aus München. Wir sehen es ja im Hintergrund auch schon, da läuft ja das Spiel auch gerade. Vielleicht auch so ein paar Eigenheiten, die euer Spiel aufweist und warum man es eigentlich spielen sollte. Also erstmal vielleicht vorweg, das Spiel heißt Zombie Cure Lab und ist ein PC-Spiel. Wird auch noch in diesem Jahr in den Early Access gehen auf Steam. Und wir nennen das Ganze in Sandbox Lab Builder. Das heißt, vielleicht kann man es auch als Aufbaustrategie-Spiel bezeichnen mit ein paar besonderen Elementen. Sandbox deswegen, weil der Spieler sehr viel Freiheiten hat, wie er baut, wo er baut. Die Idee in dem Spiel ist, dass du dich mit einer kleinen Gruppe Wissenschaftler in der Zombie-Apokalypse befindest, die aber, wie man auch im Grafikstil erkennen kann, nicht so blutrünstig ist wie in anderen Zombie-Spielen. Das heißt, wir haben uns eigentlich das Zombie-Setting genommen und haben uns überlegt, wie können wir dem Ganzen im Prinzip auch mal einen anderen Stempel aufdrücken. Und ich glaube, da sind wir schon bei einer Sache, die unser Spiel anders macht. Bei uns geht es nicht darum, Zombies zu töten, sondern tatsächlich zu heilen. Und die Wissenschaftler sind nämlich recht schlau gewesen und haben sich im unterirdischen Lab schon der ganzen Sache angenähert und festgestellt, man kann die mit einem bestimmten Stoff womöglich wieder Richtung Mensch bringen. Und so startet der Spieler eigentlich in der, in unserem Fall, kanadischen Wildnis und hat die Aufgabe, ein Lab aufzubauen und sich gleichsam auch vor den nächtlich stattfindenden Zombie-Angriffen zu schützen. Gleichsam aber auch diese Zombies als Ressource einzufangen, denn er braucht diese, um letztendlich wieder natürlich aus Zombies den Menschen zu heilen und die Apokalypse rückgängig zu machen. Das Spiel hat ganz typische Aufbauelemente, das heißt, wie wir es aus anderen Spielen kennen, ich brauche Ressourcen, um bestimmte Gebäude und Maschinentypen zu bauen. Das heißt, am Anfang fängt der Spieler an mit seinen Wissenschaftlern, ganz klassisch Holz zu hacken, Steine abzubauen, Eisenerz abzubauen, um diese dann weiter zu räumen aufzubauen und entsprechend diese Räume dann mit Gegenständen auszustatten, die für ihn eine bestimmte Funktion haben. Seine Wissenschaftler wollen schlafen, wollen essen, wollen sich ausholen, wollen ein bisschen mal auf der Konsole zocken. Und dann kommen wir zu dem Thema, okay, jetzt geht es den Wissenschaftlern gut, was kommt als nächstes? Ich habe vielleicht mich ein bisschen verteidigt schon, habe einen Zaun gebaut. Wenn jetzt nächtlich Zombie-Angriffe starten, sollte der Spieler, wie man es hier auch sehen kann, eigentlich schon irgendwo eine Art von Verteidigungsanlage gebaut haben. Ein Motto unseres Spiels heißt Cure, Don't Kill. Und das heißt, in unserem Spiel werden Zombies eingefroren und diese dann, je nachdem, wie weit der Spieler sich auch schon entwickelt hat, zu verschiedenen Zwischenformen transformiert. Und diese Zwischenform ist in unserem Spiel der Humbi. Humbi? Das klingt ja sehr lustig. Was kann man sich darunter vorstellen? Also es ist ein Zombie, der irgendwie verändert wurde? Ja, das ist eine Wortschöpfung. Das kommt eigentlich von Human oder Humanized Zombie. Haben wir den Humbi erfunden. Und der Humbi ist tatsächlich so eine hybride Lebensform. Das heißt, der gefangene Zombie, der schon mit einem Serum behandelt wurde, wird nicht sofort Mensch, sondern er wird erstmal etwas mehr Mensch. Und diesen Humbi, der ist auch wichtig für den Spieler, weil er letztendlich diese Humbis als Arbeitskraft einsetzt für sein Lab. Die können auch bestimmte Sachen viel besser. Ja, die können zum Beispiel besser Holz hacken, können mehr tragen als die Wissenschaftler, weil die Wissenschaftler eigentlich mehr in ihrem Labor arbeiten sollten. Das heißt, der Spieler fängt an, nach und nach mehr dieser Humbis in seinem Lab auch zu unterhalten. Die aber auch natürlich anfangen, weil es jetzt keine seelenlosen Zombies mehr sind, bestimmte Bedürfnisse zu entwickeln. Also die wollen auch schlafen, die wollen essen
Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Ambis sind dann immer noch sehr viel Zombie. Das heißt, wenn ich die nur in meinem Lab drin habe, kann es eben auch passieren, dass wenn ich mich als Spieler nicht so gut um die kümmere, dass sie wieder ein bisschen ärgerlich werden. In unserem Spiel werden sie so ärgerlich, dass sie mit ihrer Wut eigentlich nicht mehr umgehen können und dann eigentlich wieder in alte Muster zurückfallen. Und das ist ganz wichtig für den Spieler, weil es eigentlich für den Spieler nicht nur bedeutet, er muss eine kontinuierliche Economy aufbauen, um sein Lab zu unterhalten, sondern er muss sich zusätzlich auch noch darum kümmern, dass es den Humbies so gut geht, dass die nicht irgendwie so eine Art Ausbruchversuch haben oder starten. Weil das kann letztendlich in schlimmste Folge auch dazu führen, dass dein ganzes Lab überrannt wird und eigentlich wieder back to Zombie sozusagen geht. Genau, was machen die Humbies, wenn sie wütend sind? Also wir müssen dazu sagen, aktuell sind wir ja noch in Entwicklung. Viele Systeme haben wir mal ins Spiel reingeworfen und testen natürlich auch mit unseren sehr fleißigen Playtestern, die wir über unsere Discord-Community eingesammelt haben, die unser Spiel schon geil finden. Das heißt, aktuell ist es so, dass die Humbies, wenn sie wütend werden, eigentlich out of control gehen. Und dann fangen sie eigentlich auch an wie ein Zombie, also der Humbie 1, das ist so die erste Hybridform, versucht den Wissenschaftler tatsächlich zu beißen oder beißt auch andere Humbies, die sich dann eigentlich, die haben immer eine Chance, um Kampf wieder zu entkommen, aber häufig klappt es eben und dann werden das Zombies. Und da haben wir jetzt aber gerade festgestellt, dass das für den Spieler ein bisschen zu heftig ist in dieser frühen Phase und häufig die Labs dann auch einfach kollabieren. Das heißt, wir arbeiten aktuell daran, nochmal das ein bisschen gerechter und fairer zu machen, aber es soll definitiv später, wenn das Spiel in den Early Access geht, so sein, dass der Spieler am Anfang mit den ersten Humbies, die er hat, so seine Erfahrung sammelt und da die Folgen noch nicht so schlimm sind, wie du es gerade sagst, wahrscheinlich werden sie einfach nur ein bisschen Schäden an Gebäuden machen, was auch schon schlimm sein kann, weil sie natürlich die Gebäudefunktion dadurch auch außer Gefecht setzen. Und das heißt ja eigentlich immer auch, dass ein gewisser Wirtschaftskreislauf, ein Ressourcenfluss eigentlich im Spiel dann unterbrochen ist. Und später dann hat der, wir haben das eben auch schon mal ein paar Mal gesehen, wir haben vier verschiedene Tech-Stufen. Das heißt, der Spieler generiert auch Research-Punkte und hat, wie in vielen anderen Aufbautiteln, auch einen Tech-Tree, den er ja, stufenweise und eben nach Spielfortschritt weiter freischalten kann. Und mit diesen neuen Technologien kann er entsprechend eben bessere Sachen bauen und kann vor allem, wenn er Humbies hat, die er wegschickt, wir haben da eine gewisse Weltkarte, also wir versuchen auch immer wieder rauszuzoomen und sagen, hey, da draußen gibt es eine ganze Welt an Kontinenten und die haben die gleiche Apokalypse wie wir hier in Kanada. Über dieses Wegschicken von Humbies an die Hauptzentrale bekommt der Spieler sogenannte, ich weiß gerade gar nicht, also irgendwelche, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie sie heißen. Es sind ja, Punkte, die er braucht, um das nächste Serum im Tech-Tree freizuschalten. Und so kann er quasi dann den Humbie 2 erforschen, auch die Behandlungskammer, die wir hier sehen können, und kann so diese Evolution der Humbies durchspielen. Also es gibt da noch den Humbie 3 und die Humbies, je höher sie sind in ihrer Entwicklungsstufe, haben auch entsprechend mehr Bedürfnisse. Die wollen dann lernen, die wollen wieder schlau werden, die wollen ihre Muskeln trainieren, die wollen noch besseres Essen haben, sie werden ja immer mehr zu Menschen. Und deswegen wird es für einen Spieler im fortschreitenden Spielverlauf eigentlich die Schwierigkeit auch sein, diese Humbies eigentlich dann nicht mehr zu verlieren, beziehungsweise wenn auch so ein Humbie dann sehr wütend wird, kann eben auch die, nimmt eigentlich auch die Gefahr zu, dass das Lab von innen heraus zerstört wird. Der Slogan Don't Kill, das heißt, es wird, es werden auch keine, also die Zombies greifen aber die, ich sag mal, die Wissenschaftler an, oder? Wir sehen das jetzt gerade hier, also in dem Fall ist es so, da kommt eine relativ einfache Wave. Es ist so, die Zombies kommen jede Nacht. Und also wir lassen dem Spieler am Anfang ein bisschen Ruhe, dass er erstmal das Spiel begreift. Und nach einer bestimmten Weile, sieht man jetzt hier auf dem Video gar nicht, die ganze UI unten ist leider ein bisschen ausgeblendet, aber wir haben da die ganze Rohstoffübersicht und wir haben eben auch die Übersicht über die Zombie-Waves. Und ab einer bestimmten Lab-Größe, also dein Lab bekommt einen bestimmten Score, kommen Zombie-Waves und diese Waves
sind unterschiedlich stark. Also auch mal, um den Spieler mal ein paar Nächte wieder eine, sag ich mal, durchschnaufen zu lassen. Und es kommt auch mal alle 10 Nächte eine Big Wave, wo er wirklich sagt, okay, jetzt muss ich mich wirklich gut verteidigen. Und er kann sehen, welche Art von Zombies kommen, wie stark die sind und wie gut er eigentlich jetzt auch aufgestellt ist dagegen. Du sprachst ja eben noch von einem Special Clue von dem Spiel. Möchtest du darüber gerne auch was sagen? Sag ich sehr gerne. Also es hat ein bisschen was damit zu tun. Das Spiel wurde mal als für uns, es ist eigentlich mal 2017 gestartet. Wir haben einen Hackathon mitgemacht. Da ging es um, wie kann ich medizinische Forschung mit Spielen verbinden. Da ging es konkret um die Thematik der Lungenentzündung. Um das kurz zu halten, wir haben von Anfang an auch unser Funding nicht nur über Games-Töpfe bezogen, sondern auch über wissenschaftliche Töpfe und haben eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum in Erlangen und mit der Universität Rostock. Dort wird im Bereich der Krebsforschung geforscht und was wir machen mit Zombie Cure Lab ist, dass wir sagen, zum einen sind wir ein Core-Game, Strategy-Game. Und wenn du als Spieler aber Bock hast, ein bisschen was für die Krebsforschung zu tun, was dich nichts kostet außer deiner Rechenleistung, dann hast du in dem Spiel drin eine Service-App, die kannst du starten und installieren. Also die ist eigentlich installiert, du gibst ja nicht nur die Berechtigung, ja, ich möchte daran teilnehmen. Und dann ist es so, dass dein Rechner auch in Abwesenheit von Zombie Cure Lab, wenn du das willst, wissenschaftliche Berechnungen durchführt. Alles im Hintergrund. Das heißt, du brauchst keinerlei medizinische Kenntnisse oder so, um da was zu machen. Und damit unterstützt du maßgeblich die Forschung. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das in ein Spiel wieder zurückbringen zu den Spielern und haben in der Weltkarte besondere Events geschaffen. Die poppen auf. Da kann ich sagen, cool, meine speziellen Science Points, die ich generiere über meine Berechnung, investiere ich in dieses Event und dann sehe ich, da sind noch 1000 andere Spieler, die da auch mithelfen. Und wenn so ein Event hat einen Progress-Bar und hat auch ein bisschen Story-Elemente, wenn das abgeschlossen ist, kriegt die ganze Community tatsächlich Content im Spiel freigeschalten. Also dann tauchen im Tag-Tree neue Sachen auf, die gebaut werden können. Und wenn das Feature richtig gut funktioniert und das Spiel auch, dann wollen wir sogar richtig wertigen Content verschenken darüber, also der dann auch schon mal so einen kleinen DLC-Wert haben kann, wo wir sagen, guck mal, ihr habt ein Biom, das kriegt ihr jetzt kostenlos, weil ihr so cool mitgeforscht habt, ja. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, ich kenne das Prinzip schon aus EVE Online. Da haben die das zum Teil, glaube ich, auch gemacht hier für die Corona-Forschung. Da gab es mal so ein Event, bin ich zumindest der Meinung. Aber ich bin großer Fan davon schon. Klingt super, mega gut. Dann erstmal auch erst vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was über das Spiel erklärt hast und wir freuen uns schon drauf, wenn es im Early Access erscheint und wir vielleicht auch eine kleine Review schreiben können. Ja, das würde mich auch freuen und vielleicht noch abschließend, das Spiel ist jetzt schon auf Steam, man kann es auf jeden Fall schon wishlisten. Wir werden es definitiv dieses Jahr in den Early Access bringen. Wir werden es auch ganz bald announcen, wann das sein wird und wir freuen uns aber dennoch über jeden, der jetzt auch schon mal auf unseren Discord geht. Und wir suchen immer noch Playtester, also wer mag, kann uns jetzt aktiv dabei helfen, das Spiel noch besser zu machen bis zum Release und auch darüber hinaus.